Die Diskussion um Wohnungsbau, bezahlbaren Wohnraum und Mietpreisdeckel wird in Berlin seit dem Wochenende noch hitziger geführt als sonst. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, will Berlins Bausenatorin Katrin Lomscher von den Linken die Kaltmieten in der deutschen Hauptstadt auf höchstens 7,97 Euro pro Quadratmeter begrenzen. Demnach sollen ab 2014 entstandene Wohnungen von diesem Mietendeckel ausgeschlossen bleiben. Der Berliner Senat hatte im Juni einen Mietendeckel im Grundsatz beschlossen, aber noch keine Obergrenze festgelegt. Lomscher wies darauf hin, es handele sich um einen Vorbereitungsstand für einen Referentenentwurf, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sei. Zur Ausgestaltung des Gesetzesentwurfs laufe derzeit ein Arbeitsprozess, in den Experten, Vertreter der Koalition und der Wohnungswirtschaft eingebunden seien. Daher werde sie die bekannt gewordenen Punkte vorerst nicht inhaltlich kommentieren. Das übernehmen andere für sie. Zum Beispiel die Passanten in Berlin. Ich bin auch nicht dafür, dass die Menschen hier 15 und 20 Euro zahlen, aber 8 Euro in allen Lagen finde ich ungerecht. Hier, DDR 2.0, mehr kann ich dazu nicht sagen. Völlig illusorisch, schwachsinnig. Bewirkt das Gegenteil, es wird noch weniger gebaut. Kein Vermieter hat doch mal Interesse, Wohnungen zu bauen. Also ich glaube erstmal, also was die Politik in Berlin macht, erstmal den Flughafen fertig machen und dann über diese Themen diskutieren. Ja. Kritik gibt es auch vom Präsidenten des Zentralverbandes der deutschen Eigentümer e.V. Haus und Grund, Kai Warnecke. Für viele Eigentümer wird es bedeuten, dass sie die Wohnung nicht mehr instand halten können. Wir befinden uns also auf dem direkten Weg in kaputtgehende, zerstörte Gebäude. Des Weiteren geht es hier vermutlich auch darum, zu verhindern, dass die Menschen überhaupt noch vermieten. Denn das wäre ja nicht mehr sinnvoll, wenn man nicht mal mehr das Geld reinbekommt, das man braucht, um das Gebäude instand zu halten. Und damit möchte sie letztlich den privaten Wohnungsmarkt kaputt machen. Für Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, gehen Lomschers Pläne dagegen in die richtige Richtung. Aber wir glauben schon, dass ein Mietendeckel dringend erforderlich ist. Und wir haben auch kein Verständnis dafür, wenn hier behauptet wird, dass so hohe Mieten wirtschaftlich erforderlich wären. Das ist aus unserer Sicht vollkommen falsch. Und wir können auch viele nicht verstehen, die nicht die Interessen der Bewohner und Nutzer der Wohnung mal mit einbeziehen. Und das finden wir schon ausgesprochen problematisch. Eine Sprecherin der Deutschen Wohnen erklärte, der Entwurf sei ein Frontalangriff auf den Rechtsstaat. Mieten würden willkürlich festgelegt, ohne Rücksicht auf Lage, Ausstattung oder Einkommen der Mieter. Die Deutsche Wohnen wäre am stärksten von einer Mietobergrenze betroffen, da sie mit gut 110.000 Wohnungen der größte private Vermieter in Berlin ist.